Morgen, guten Morgen. Sonntagmorgen, ein ganz, ganz düsterer und kalter Tag bei uns hier. Es regnet immer noch und ich denke, es wird noch lange regnen, wie es so aussieht. Und da kommen mir natürlich die Obstkarten noch mal ganz recht heute Morgen. Da wollen wir mal gucken, ob der Upsolino die Stimmung etwas erhellen kann. So. Ach, fang gleich mit Husten an, das fängt ja gut an. Heute gibt es nichts Besonderes eigentlich wieder mal. Ich wollte mit der Margret Miller Challenge weitermachen, aber und werde da auch noch ein bisschen was mehr zu sagen. Also die Karten sind so schön, aber sie rutschen schlecht im Moment. Die müssen noch ein bisschen griffiger werden. Na, die sind so neu, ne? Jetzt versuche ich noch mal eine zu ziehen. Die war's. Oh. Die habe ich heute ich versuche es immer wieder. Irgendwann schaffe ich es, das richtig reinzuhalten. So rum. Oje, oje. Ja, man muss andersrum denken, das kann ich nicht gut. Äußerlichkeiten verlieren an Bedeutung, wenn wir uns mit dem Herzen begegnen. Ja, da ist vieles dran. Da ist viel Wahres dran. Ja, jeder Mensch ist einzigartig. Also, Liebhaben statt Recht haben steht oben drüber. Jeder Mensch ist einzigartig in seinem Aussehen, in seinem Denken, in seinem Tun, so wie du. Wir alle haben den Wunsch, dass man uns liebt, wie wir sind und nicht nur, weil wir den Vorstellungen anderer entsprechen. Doch so, wie wir uns das für uns wünschen, sollten wir uns... Ja, das ist... Ich muss so lachen, weil das ist nämlich genau das, was ich also... immer sage und auch denke, sollten wir auch andere achten und wertschätzen, wie sie sind. Das ist manchmal gar nicht einfach, weil unser Verstand die Eigenschaft hat, ständig zu bewerten und zu beurteilen. So entsteht schon, bevor man einen Menschen näher kennt, eine vorgefasste Meinung, die nicht immer positiv ausfällt. Das sogenannte Vorurteil. Wie es das Wort bereits ausdrückt, oder verurteilen wir damit einen Menschen, ohne ihn wirklich zu kennen. Seine Gefühle, Sorgen, Ängste, Sehnsüchte. Das sind jedoch meist die Beweggründe für sein Verhalten, die vielleicht manchmal nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht. Möge es dir gelingen, allen Menschen mit dem Herzen zu betrachten und den Blick auf ihre positiven Seiten zu richten. Dann werden dir in deinem Leben viele liebenswerte Menschen begegnen. Also diese Karte passt sehr, sehr gut auf mich oder zu mir, weil darum bemühe ich mich schon sehr, sehr lange, weil ich komme eigentlich von einer sehr überkritischen Familie, die sofort immer jeden in eine Schublade gesteckt hat und die meisten, der Spruch unserer Familie damals, 99% aller Menschen sind ein Arschloch. Wisst ihr Bescheid, wo ich herkomme, ja? Und da wisst ihr auch Bescheid, wie sehr ich schon an mir arbeiten muss, um da irgendwo positiv rüberzukommen. Nein, aber die Karte passt, es ist erstaunlich, aber sie passt wirklich gut und ich bemühe mich darum, eben nicht nach Äußerlichkeiten zu gehen, sondern versuche es... anders zu beurteilen, Menschen nicht nach seiner Herkunft oder Kleidung oder so, nicht? Wisst ihr, wie ich meine, ne? So, und dann habe ich heute mal, weil ich hatte gestern wirklich Probleme, ich habe ja den gestrigen Beitrag wieder mal vorproduziert, so in Anführungsstrichen, sondern so vorprogrammiert, und da war wieder die Kommentarfunktion aus und ich habe sie, ich schwöre es euch, viermal freigeschaltet. Inzwischen hatte ich aber schon... Hatte ich aber schon Kommentare bekommen und bei mir wurde immer noch angezeigt, dass die Kommentare, immer wieder, ich habe es neu gestartet, Kommentare müssen, da habe ich sie wieder freigeschaltet, es kamen wieder noch zwei Kommentare, ich denke, das kann doch nicht sein, was ist denn da los? Naja, und dann bin ich mal wieder, was ich nicht so sehr oft mache, in die Tiefen gegangen bei YouTube, weil, ach wisst ihr, diese ganzen Statistiken, wenn ich mich jetzt danach richten will, dann... dann habe ich schon verspielt, sage ich mal, wenn ich mich jetzt danach richten möchte. Ne?
Egal, auf jeden Fall stellte ich dann fest, warum das gestern so war, kann ich euch leider nicht sagen. Stellte auf jeden Fall bei dieser Suche fest, kam auf die Daumen runter, weil da gucke ich nie hin, weil die bei mir aus dem Bild sind, wisst ihr? Da muss ich extra für so rüberrollen mit der Seite, und da habe ich keine Lust für, ne? Da stellte ich fest, dass dieser Beitrag, der mir persönlich am allerbesten mitgefallen hat seit langem, 4 Daumen runter hatte, ja. Tja, und dann ist das natürlich für mich, die Karten liegen neben mir sonst in der Wohnstube und ich ziehe regelmäßig eine Karte. Nach wie vor passen sie bisher sehr, sehr gut. Und das ist jetzt natürlich für mich ein Anlass, bei 4 Daumen runter hole ich das Kartenspiel gern nochmal hervor. Mal eben konzentrieren. Da habe ich drauf getippt, das war diese. Nein, jetzt gibt es das nicht. Und ihr wisst, dass das genau das Haus ist, was ich in dem Beitrag verarbeitet habe. Wisst ihr ja. Und da steht, Leb. Ich stelle mich hin, damit wir es richtig in die Kamera kriegen. Ohne Blendung, da steht Lebensfreude drauf. Eins meiner allerliebsten Lieblingswörter. Wo ich sage, es ist eins der wichtigsten Wörter überhaupt, gell? Also es passt immer. Hatte ich noch nicht gezogen für mich. Also das ist jetzt neu. Ich lese es gut vor. Also es ist nicht so lange. Lebensfreude. Große Gefühle, Lebenslust, Vielfalt, Schönheit. Aus diesem weißen Haus auf dem Hügel quellen wunderschöne Blumen in allen Farben heraus. Einige sind riesig groß, andere zart, doch sie alle erfreuen das Herz des Betrachters. Pure Lebensfreude strahlt es aus, dieses Blumenhaus. Zwei Frauen nähern sich dem Gebäude, sie wirken geradezu winzig im Vergleich zu den Blüten auf der Wiese. Die beiden genießen die prachtvollen Gaben der Natur. Wir alle sind aufgefordert, uns an der Schönheit der Natur und ihren vielfältigen Geschenken zu erfreuen. Schon eine einzelne Blume im Haus kann die Stimmung verändern. Jedes Blütenblatt ist ein kleines Wunder. Diese Karte symbolisiert Lebensfreude, die Konzentration auf das Jetzt mit all seiner Energie, Vielfalt und Schönheit. Feiere dein Leben, lass die Liebe in dein Herz und sei Liebe. Ich sage da jetzt nichts mehr zu, ja. Ich sage da jetzt nichts mehr zu. Macht euch euer eigenes. Ihr könnt mir gerne auch wieder 4 oder 5 Daumen runtergeben. Also ehrlich gesagt, ich habe noch niemals, noch nie, noch nie, das muss ich ja sagen, habe ich nachgeschaut, ich habe noch nie 4 Daumen runter gehabt. Noch nie. Noch nie in all den Jahren. Okay. Aber das ist ja genau dann der Grund für mich, warum ich da jetzt genau so weitermache, wie es ist, gell? Man muss nicht Mainstream sein. Muss man nicht. Man kann genau das sein, was man selber ist. Ne? Man muss nicht das sein, was die Leute von einem erwarten. Die Karten haben es ja gerade auch wieder bestätigt. Ihr wisst Bescheid, gell? So. Hoffentlich schaffe ich es ja nochmal anzufangen. Margarete Miller Challenge 2021. Ich bin da ja schon vor einiger Zeit mit angefangen. Und ihr wisst, ich habe dieses Buch, was ein Kochbuch eigentlich ist. Ihr seht es, es ist eigentlich als Kochbuch gedacht, dieses Ding. Und ich habe es halt umfunktioniert, weil ich das noch hatte und für nichts anderes verwenden konnte. In dem Moment habe ich gedacht, das würde sich anbieten. Und zwar kamen jetzt noch wieder Fragen zur Margaret Miller Challenge 2021, die ja von Margaret Miller in Amerika ins Leben gerufen wurde. Ich möchte jetzt doch noch mal eben, um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen, möchte ich sagen, sie hat wöchentlich, stellt sie, warte mal, ich habe doch hier den Zettel. Wöchentlich stellt sie vier, hier ist zum Beispiel einer. Eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen plus eine Bonussache. In dieser Woche ist es zum Beispiel Buttons, Knöpfe, Something Royal, irgendwas Königliches, Royales, a Poem, ein Gedicht oder sowas. Wie heißt das? Oh Gott, ich kann die Schrift nicht lesen von dieser Frau. Wo ist mein Zettel hingekommen? Petra!
kann meine Schrift nicht lesen. Egal. Oh, hier ist noch ein einzelner Knopf. Auf Deutsch ein Schaltplan. Ich kann es nicht lesen, was ich geschrieben habe. Auf Deutsch ein Schaltplan. Und dann zwei, two of something, irgendwas zweimal. Und der Bonus, also man soll 1, 2, 3, 4, 5, falls man davon irgendwas nicht verwenden möchte, gibt es noch einen Bonus, something purple. Ich habe es jetzt immer so gemacht, ich habe alle 5 verwendet, bis auf einmal, weil ich die Schreibmaschine nicht hatte beim letzten Mal, und den Bonus außerdem. Also ich habe immer 6 Dinge verwendet. So. Oh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Es ist furchtbar mit mir. So, alte Weiber sind wirklich schrecklich. Okay, ich wollte es jetzt mal jetzt einmal ganz, ganz, ganz eindeutig erklären. Und dann gibt es zu dieser Challenge jede Woche von Margaret Miller diese Vorgaben. Und die kann man bei Etsy in ihrem Etsy-Shop unter Margaret Ella, Margaret Miller Etsy-Shop, wenn ihr das eingebt, da kriegt ihr dann ihre Seite. Da kann man das herunterladen, diese Prompts, also diese Vorgaben, sag ich mal. Und das kostet, ich weiß nicht, 4 oder 5 Euro. Ich kann es nicht sagen. Es ist nicht teuer. Und dann kriegt ihr also die Dateien und könnt dann jede Woche nachschauen. Natürlich drucken sich die Leute das dann aus. So ist es gedacht. Ich habe keinen Drucker, also bin ich gezwungen, das jedes Mal auf einen Zettel zu schreiben. Ich weiß, es haben mir mehrere Leute angeboten, das auszudrucken. Ich finde das sehr nett von euch, aber es ist nicht der Mühe wert. Ich kann mir das gerade auch aufschreiben. Es ist nicht der Mühe wert. Dafür extra wieder Porto und anderer muss ich bemühen und drucken. Und ach, wisst ihr, ich schreibe es mir gerade auf. Ist auch okay, ne? So, und dann hat Margaret Müller diese Challenge am Januar gestartet. Januar 21. Und da gab es ein Buch dazu. Und dann ist hier unten in ihrem Originalbuch, ist hier unten sind diese Angaben. Hier kann man, glaube ich, was reinschreiben. Und hier ist Kalender, wenn ich nicht irre. Also diese Seite ist so ungefähr Kalender, Datum, so. Ja? Jeder Tag eine Zeile. Oder ich weiß es nicht genau. Man kann auf jeden Fall sein Kalender ist ein Jahreskalender. Also monatlicher Jahreskalender. Und diese Seite bei ihr, das Format ist etwas kleiner als meins, diese Seite ist dann zur freien Gestaltung. Die Seiten sind so vorgestaltet, so ein bisschen diffus, dass sie nicht leer sind, aber die sind halt dafür gedacht, dass man diese Seite komplett gestaltet mit ihren Vorgaben. Ja, ich muss es jetzt einmal richtig erklären, weil es immer wieder kamen Fragen und bevor ich es jetzt 100-mal schriftlich beantworte, es ist so anstrengend. Ihr braucht nur bei Google Margaret Miller eingeben, ihr findet alles. Es ist auf Englisch. Jetzt hat sie, weil so viele Leute mitmachen wollten und der Januar war schon lange verstrichen und wollen immer noch Leute mitmachen. Ich bin ja auch erst sehr, sehr spät eingestiegen und habe mir das mit dem Buch beguckt. Damals waren die ich habe mir das sehr genau geguckt. Ihr Buch kann man auch bei Etsy bestellen. Sie hat ein neues Buch rausgegeben und da kann man ohne Datum, sonst stand da Januar, Februar, März, so. Jetzt kann man einfach starten, Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4, bis, weiß ich, 52. Sodass man wirklich in die Challenge jederzeit einsteigen kann. So wie ich es auch gemacht bin, einfach eingestiegen und fertig. Dieses Buch, um der Korrektheit willen, möchte ich es noch zu Ende sagen. Das Buch kostet umgerechnet in Euro 19,97. Das wäre für so eine Kladde viel Geld schon mal, muss ich schon sagen. Es ist nicht ganz billig, aber gut, sie hat es jetzt halt gestaltet und sie hat es halt drucken lassen und so weiter. Schöne Ringbindung hat sie auch. Jetzt kommt allerdings der Pferdefuß, mehrere. Der Versand beträgt 21,75 Euro. Dann kommt 9,18 Euro Steuer automatisch schon da drauf. Da sind wir schon bei 50,90 Euro. Und dann weiß ich ganz genau, dass die Post nochmal 6 Euro Zuschlag nimmt, wenn sie es hierher bringt. Ob da noch Zoll zusätzlich drauf kommt, bin ich überfordert. Aber das wäre noch mit Fragezeichen. Oder ob das in der Steuer dann schon enthalten ist. Ich glaube ja, aber ich bin mir nicht sicher. Also wir sind dann bei einer Summe für eine Kladde bei im Moment 56,90 Euro. Das muss jeder selber wissen. Es gibt natürlich Leute, die haben so viel Geld, denen kommt es auf den Hunderter nicht an. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die gerne Geld rausschmeißen. Wenn ich das Buch für einen normalen Preis hätte kaufen können,
hätte ich das wahrscheinlich getan. Aber so habe ich für mich entschieden, ich werde dieses alte Buch verwenden, was ich schon jahrelang hatte und nie als Kochbuch benutzt habe. So, das ist die Geschichte zu dieser ganzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt deutlich erklärt. Und da viele sagten, sie können das mit dem Englisch nicht so gut. Also ihr könnt ja, wenn ihr wollt, das sage ich jetzt eigentlich nicht offiziell, bräuchtet ihr ja nur bei jemandem gucken, der die Challenge macht. Es gibt ja jetzt einige, die sie auf Deutsch machen. Unter anderem mache ich sie auf Deutsch, weil ich ja immer die Begriffe übersetze für euch, für mich, für euch, für alle. Und da kann man dann ja einfach gucken und die Sachen dann einfach eben kurz auf den Zettel schreiben. Sage ich jetzt inoffiziell. Offiziell würde ich sagen, bekauft die Anleitung von ihr bei Etsy, druckt sie euch wegen meiner aus und übersetzt sie euch selber. Jemand sagte mit einer App, also da kenne ich mich nicht auf, ich habe keine Apps. Das kann ich nicht wissen, wie es geht. Also, dass man da mit dem Handy irgendwie drauf leuchtet und dann sagt das Handy, was auf der Seite steht. Ich habe da keine Ahnung. Ich habe kein Handy. Ich habe keine Apps. Ihr wisst ja, ich bin da ein ganz, ganz großer Gegner von diesem Zeugs. Wenn ich was wissen will, ich bin ganz altmodisch, dann bemühe ich einen Übersetzer, Google-Übersetzer oder so und gucke nach, was die Worte bedeuten. Aber Zauber der Blüten, das ist übrigens ein schönes Wort, gell? Fällt mir gerade mal so auf, gell? Das werden wir mal aufheben. Das lächeln wir mal da hinten hin. Ihr denkt, was mache ich jetzt hier? Kann ich euch sagen? Ich hatte so eine kleine Form, die kann ich jetzt schon zur Seite stecken. Habe ich jetzt einen Briefumschlag gemacht. Den falte ich mal eben zusammen. Und zwar. Ja, also es wäre, ich persönlich hätte natürlich jetzt auch ohne Probleme irgendwo gucken können, weil ich kann ja nun auch Englisch gut verstehen inzwischen. Sprechen kann ich es leider nicht, weil ich halt deppig bin, aber egal, verstehen kann ich es gut. Die Begriffe, die hier nötig wären, hätte ich also alle verstehen können, denke ich mal. Aber ich habe gedacht, es ist nur fair. Ich klebe es gerade zusammen. Es ist nur fair, wenn ich nicht einfach das mache und dann womöglich noch öffentlich darüber mich auslasse. Ich wollte es ja öffentlich machen hier auf meinem Kanal. Ups, und dann wäre es nicht fair und nicht in Ordnung für meine Begriffe, wenn ich das nicht bezahlt hätte. So sehe ich das. Ne? So ist meine Ansicht. Ne? Ich will mir nicht nachsagen lassen, hör mal, die macht da die Challenge mit und dann, dann bezahlt die da nicht für. Nee, das wollte ich nicht haben. Wisst ihr, versteht ihr mich, ne? Das wollte ich nicht haben. Und deswegen habe ich es gekauft. Also ich habe es auf meinem Computer liegen. Und gucke dann nach und schreibe. Ah, hier ist der Zettel. Seht ihr? Schreibe mir das dann immer auf. Wir sind jetzt hier bei 14. Ne? Schematik heißt das. Schematik. Nee, ich konnte das nicht lesen. Schaltplan. Naja, das war der. Wir brauchen also ein Gedicht, ein Poem. Und ich habe zufällig noch dieses gefunden. Einem alten Kalender. Und deswegen bin ich hier schon so fleißig am Schneiden dran. Weil ich das möglichst klein machen muss. Und schneiden das so, reißen das einfach ab, fertig. So, das können wir schon weglegen. Ach, das passt rein. Das ist doch. Ja, das ist doch ganz traumhaft. Und zwar habe ich ein Gedicht von Heinrich Heine. Ich lese es auch vor. Ich habe es noch nie bewusst gelesen. Also mir ist es auch neu. Der Schmetterling. Der Schmetterling ist in die. Ach doch, das kenne ich. Der Schmetterling ist in die Rose verliebt, umflattert sie tausendmal. Ihn selber aber, goldig zart, umflattert der liebende Sonnenstrahl. Jedoch, in wen ist die Rose verliebt? Das wüsste ich gar zu gern. Ist es die singende Nachtigall? Ist es der schweigende Abendstern? Ich weiß nicht, in wen die Rose verliebt. Ich aber lieb euch all. Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall. Och, ist das süß. Ist das süß. Ja, ist süß. Ist süß. Gibt's nichts. Schön. Schön, 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 schön. Ist ein schönes Gedicht, ja. Ich kannte es, aber ich hatte es schon ewig nicht mehr
nicht mehr gelesen. Klebe jetzt einfach hier seinen Namen drauf, ne, damit wir immer wissen, wer dieses wunderschöne, habe ich natürlich wieder falsch schon drauf geklebt, aber egal. Und dann stecken wir das hier rein. Okay. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, weil hier die Seite viel schöner ist. Vielleicht fällt mir was dazu ein. So, fange jetzt, bin schon angefangen. Ihr seht, ich bin schon angefangen. Als erstes hieß es Knöpfe. Ja, das Buch wird mir zu dick. Ich habe natürlich ganz viele Knöpfe, auch kleinere, die gut geeignet sind. Aber ich habe mir die ausgestempelt und ausgeschnitten. Ich habe jede Menge Knöpfe. Die lege ich jetzt mal hier rüber. Dann Something Royal. Da habe ich mich schwer getan. Da ist es gestockert. Und da habe ich dieses gefunden in einem wunderschönen alten Buch. Das habe ich nun rausgeruppt. Und zwar waren das ein Buch von alten Stadtansichten. Und zwar ist das Stuttgart, wenn ihr das sehen könnt. Und das heißt das Königstor. Und das ist royal. Da geht es also zum Königspalast sicherlich rein. Ne? Und das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen werde ich das Bild auf irgendeine Art teilen. Wahrscheinlich so. Und werde das so übergreifend. Übergreifend kleben, so wollte ich sagen. Dann ein Poem, ein Gedicht, das haben wir hier, ein wunderschönes sogar. Schematik, da habe ich mich schwer getan. Da ein Schaltplan, ich habe keine Schaltpläne, ich habe nur von alten Kameras was gefunden. Es sind keine wirklichen Schaltpläne, das ist jetzt ein Kompromiss von mir. Die werde ich jetzt einfach hier benutzen, diese Seiten. Ja, die werde ich hier benutzen. Und das sage ich, das ist jetzt mein Schaltplan, ja. Dann two of something, also zwei irgendwas. Da habe ich das jetzt hier, meine letzten Käufe. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, ganz ehrlich. Ja, ich habe mir, ihr wisst ja, dass ich kein Schwarz mag. Ich mag überhaupt kein Schwarz und ich trage auch im Grunde kein Schwarz. Ich habe mir jetzt bei Gudrun Dürden eine Tunik und dazu passend die genau gleiche Hose gekauft. So eine, ja, die ist schwarz-grundig mit Blumen. Es hat mir sehr gut gefallen und ich hatte eigentlich gedacht, es wäre mehr so ein dunkelblau. Wisst ihr, manchmal ist ja so schwarz-blau so, ne? Aber es ist wirklich schwarz-schwarz und ich habe es noch liegen, glaube ich, hier. Und ich habe es behalten. Ich will es mal eben gucken, ob ich noch hier habe. Ja, ich habe es noch liegen. Und das ist die Hose. Das ist das Oberteil. Und das habe ich behalten. Und ich sage jetzt nicht mehr dazu, aber die meisten können sich vielleicht jetzt vorstellen, warum ich es behalten habe. Nein, ich werde kein Schwarz tragen, dann irgendwann, das steht hundertprozentig fest, auf keinen Fall. So, und das wollte ich, bin jetzt abgeschwifft, ist egal. Also zweimal irgendwas, das haben wir hier. Und Bonus, Something Purple. Und da habe ich dieses Stück Papier gefunden. Da ist ja viel Purple drauf, ist ja viel Schönes drauf. Und die royale, die Bourbon-Lilie passt jetzt zwar nicht zu Stuttgart, aber egal. Ne? Wir wollen nicht so kleinig sein, denke ich mal. So, als erstes werde ich jetzt dieses Bild kleiner schneiden. Ich überlege gerade, wie ich es jetzt am besten mache. Ja, ich schneide jetzt einfach mal hier am weißen Rand entlang. Genau, irgendwo müssen wir anfangen. Und dann werden wir mal schauen. Ich glaube, wir sollten das so machen vielleicht. Das muss ja nicht hundertprozentig gerade unten sein. Das kann ruhig so ein bisschen ribbelig sein. Ihr wisst ja, ich bin ja sowieso nicht der Mensch, der immer alles genau ausmisst und gerade macht und so weiter. So. Ja, so ist das. So, jetzt muss ich mir nur überlegen,
wo ich das teilen könnte. Ich könnte es hier wunderbar teilen. Wir wollen es mal in die Maschine reinlegen, in die Schneidemaschine. Oh, die liebe ich, diese kleine Schneidemaschine. Die liebe ich über alles. So, wir haben jetzt hier eine Problematik. Wir wollen den Hund und den Mann nicht kaputt machen und das Tor nicht zu sehr kaputt machen. Jetzt muss ich sehen, dass ich da so irgendwie dran her. Es ist gelungen. Ja, ist doch schön. Es ist tatsächlich gelungen. Aber schön, fein. So, das werden wir so aufkleben. Okay, Royal. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Something Purple. Da ist übrigens auch noch Purple. Also ich habe Doppelpurple, ja. Doppelpurple habe ich. Warte mal, habe ich vielleicht noch was Besseres mit Royal? Warte mal, wir haben ja hier genug von dem Stempelzeug. Vielleicht kann ich da eine Tasche rausmachen. Ich guck mal gerade. Ich blätter mal ganz schnell durch. Ja, die Leber ist klein. Ist das zu klein? Halt. Da hätte ich was Größeres. Ja, ihr habt gefragt, wie ich das verwende. Ihr seht, wie ich es jetzt verwende. Something Purple. Da haben wir doch schon. Besser geht's doch nicht, gell? Ist nur schade, dass ich jetzt. Na, dann muss ich das so machen. Muss ich das so machen. So. Das klebe ich mal aufeinander. Hat ja nicht viel zu halten, aber dass es nicht so auseinanderzwitschert. Ja, mit der schwarzen Kleidung. Nein, nein, also ich trage auf keinen Fall irgendwann schwarz. Ich finde das nicht nötig. Davon hängt nichts ab. Aber auch das, nur meine Meinung, muss natürlich um Gottes Willen, muss jeder selber wissen, ne? Ich würde das dann so schräg machen, das wäre das. Dann habe ich hier den CW-Planer, das muss ich ja auch reinbringen. Dann würde ich das zum Beispiel so da oben hin machen, so, something to, und könnte das so zerreißen. Die Knöpfe kann man ja irgendwo noch hinmachen, das wäre kein Problem. Jetzt geht es darum, wie wir das mit diesen Schaltplänen hinkriegen. Wollen wir das Bild wirklich so unten? Ich denke, das wäre ein ganz schöner Untergrund so. Ich glaube ja, wir machen das mal so und ich versuche mal jetzt mit den paar Seiten, die ich hier habe, irgendwie zurechtzukommen und das abzukleben, was ich abkleben muss. Aber von dieser Anleitung habe ich noch ein paar Sachen mehr. Also da ist jetzt kein Mangel. Da ist kein Mangel, da kann ich noch was finden. Ich nehme jetzt das einfach als, upsala, als Schematik. Und ich weiß, dass es nicht genau so ist, aber da muss ich halt einen Kompromiss jetzt machen. Das geht leider nicht anders. Ich habe wirklich gesucht, aber vielleicht würde ich irgendwo einen finden, aber ich habe bisher keinen gefunden und deswegen lassen wir es so, wie es ist. Gut sein, ne? Lassen wir es gut sein. Wollen wir uns nicht zu sehr anstellen, denke ich mal, ne? Ich interpretiere dann auch notfalls mal ein bisschen freier. Ne, das muss mir gestattet sein. Ne, das denke ich mir, das ist künstlerische Freiheit. Ne. Hier hätte ich jetzt sowas wie einen schematischen Plan. Da ist so ein bisschen blöd. Ja. Also, ja, es ist, wie es ist, sage ich euch, nicht? Und das mag man jetzt alles sehr merkwürdig finden, was ich jetzt vorhin gesagt habe, aber das ist halt, ich bin halt jemand, der gerne vorher weiß, was auf ihn zukommt. Sehr, sehr gerne weiß ich das gerne vorher. Ich bin niemand, der sich gerne so lange die Augen zumacht, bis das Schicksal einen ereilt hat. So bin ich nicht. Ich bin jemand, der wirklich sehr genau, sehr gerne vorplant. Sehr, sehr genau und sehr, sehr gerne. Ja, es ist wirklich so. Und das war schon immer so bei mir. Ich möchte dann, wenn es irgendwie möglich ist, auf alle Eventualitäten gern vorbereitet sein, wenn irgendwas ist. Ist egal, um was es sich handelt. Ich bin jemand, der sehr, sehr genau plant.
Auch wenn es manchmal bei mir vielleicht nicht so wirkt, aber das ist nicht der Fall. Ja, ich muss mal gucken, ob ich noch was Besseres finde hier. Ich glaube, wir werden dann gleich einfach noch mit der mit irgendeiner Farbe noch ein bisschen arbeiten. Es geht mir im Moment nur darum, dass ich hier so ein bisschen was. Ach, jetzt klebt das schon so doll. Ich krieg's nicht mehr von der Seite hoch. Glaub es nicht. Ist doch nicht zu fassen. Ja, nun ja, Kinder, ich muss ja mit allem rechnen. Ne? Ich stehe irgendwann alleine, ganz alleine da. Und wenn ich nicht mich kümmere und mich um alles irgendwie gedanklich bemühe, ja, dann sieht es schlecht aus, sage ich euch. Ne? Sieht es ganz, ganz schlecht aus. Ne? Das geht nicht. Naja. Na, das ist die falsche Seite. Ich habe es doch falsch rum gemacht. Naja, ist egal. Naja, wir kriegen es irgendwie gebacken. Wir machen es jetzt so. Weiß jetzt nicht genau, was da noch hinkommt. Wir machen es jetzt mal so. Ach, das ist sehr schief. Na, 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 Liebes, ich habe die Finger so klebrig. Das ist mein Problem gerade. Das ist so, aber da kommt ja sowieso das Bild gleich drüber. Da brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen. Da kommen die Bilder drüber. Hier könnten wir noch was hinkleben, weil wir es haben. So, jetzt fehlt uns da noch so eine kleinere Ecke hier. Klebe alles eben fest, bitteschön. Ja, hier könnten wir auch noch ein bisschen gucken. Müssen wir jetzt ein bisschen sparsam umgehen mit unserem Material. Wir haben nicht mehr viel. Und hier vielleicht noch. So, ne, wollen wir schauen. Ich hoffe, dass das reicht. So, jetzt muss ich mal schauen, ob alles festgeklebt ist irgendwo. Ja, naja, nee, nicht wirklich. Aber hier. Aber jetzt. Aber nun. Aber nun. Okay. Was nehmen wir jetzt für Farben? Das ist jetzt so ein glänzendes Papier. Was nehmen wir jetzt für Farben? Was meint ihr? Sollen wir mal. Wo habe ich denn die Wasserfarben hingetan? Warte mal, die könnten wir doch auch mal nehmen, oder nicht? Können wir die mal nehmen? Einen Moment, die hole ich mal gerade. Oh, die steht hier ganz unten. Einen Moment. Oh, Gott im Himmel, wo ist denn die andere Packung hingekommen? Welche habe ich denn jetzt hier? Ah, ich habe Pastell. Ist ja auch gut, so wie es ist. Gut. Ich versuche es jetzt mit dem Pinsel zu. Was nehmen wir denn jetzt für eine Farbe? Einen Moment. Wir wollen was Neutrales haben. Bisschen schwierig gerade für mich. Wir nehmen mal Gelb. Gelb. Oh ne, ich möchte nicht den schönen, guten Pinsel nehmen. Warte mal, ich nehme einen anderen Pinsel. Es ist ja nicht so, dass ich keine Pinsel hätte, gell? So ist es ja nicht. Ich habe ja auch diesen. Die sind auch schön. Die sind neu. Die sind neu. Es geht jetzt nur darum, dass wir da irgendwie so ein bisschen. Du, das geht wunderbar. Hör mal. Will ich euch mal sagen. Das geht klasse. Ganz wunderbar. Ohne jeden. Dieses und jenes. Da brauchen wir nicht allzu viel, da kommen ja diese Bilder hinterhin. Aber das gefällt mir mit den Farben. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn ich da noch mal hinkäme in nächster Zeit und die hätten die noch, die waren ja wirklich so preiswert.
Dann würde ich mir die noch mal holen. Wie die sich natürlich, jetzt nehme ich mal so ein Grün dazu. Mal, jetzt, ich habe das Grün noch gar nicht benutzt. Das ist ein sehr. Da kommt das Bild hin hinter, ich weiß. Aber hier nicht. Das ist sehr viel Farbe. Sehr, sehr viel Farbe. Wir machen es anders. Wir nehmen uns hier so ein Baby-Wipe und nehmen von dem Grün wieder einiges runter. Okay, da können wir mitleben, was jetzt drauf ist, denke ich mir. Ne, das ist okay. So, wir blenden das jetzt alles so ein bisschen ein. Oh, das geht wunderbar. Wisst ihr was? Die Farbe finde ich richtig klasse. Nach wie vor. Ja, richtig, richtig klasse. So, das reicht mir für den Untergrund. Ich mache kurz auf Stopp, Pinsel sauber machen und trocknen. Trocknet ist es, ja. Und ich muss sagen, gefällt mir gut als Untergrund. Also das sind diese Farben, die finde ich richtig klasse. Kann ich empfehlen, habe ich schon mal gesagt. Aber bleibe ich bei bis jetzt. Und dann wurde ich gefragt, weil ich letztens so einen tollen großen Pinsel hatte. Das war dieser. Die habe ich auch da vom, sag mal schnell, vom Action. Paar, also ich weiß nicht, 2 Euro, 3 Euro. Ich kann es nicht sagen. War nicht viel. Ich packe sie nochmal eben weg. Einen Moment. Nun können wir anfangen zu klebern. Jetzt muss man mal eben die Ärmel hochkrempeln. Ich hasse ja eins, wenn ich meine Ärmel da irgendwo im. Oh, im Betrieb sind, gell? Das ist ja nichts. Wir holen uns trotzdem natürlich unser Vintage-Foto und gehen schon mal eben einmal an der Seite entlang. Das sieht einfach immer ganz gut aus. Also ich habe es schon ein paar Mal erklärt, warum ich diese eckigen nehme. Ich kann mit den eckigen viel, viel besser arbeiten als mit den runden. Ihr seht, dass meine, naja, relativ besser aussehen, wenn ich es hier mitmache. Weiß nicht, warum sie die nicht mehr so herstellen. Das weiß ich nicht. Oder ob ich sie nur nicht bekomme in Deutschland. Das kann natürlich auch wieder alles sein. Das ist ja alles möglich. So, wir haben hier Something Two. Something Two hätte ich noch gerne irgendwas draufgeklebt. Das war eigentlich so mein Gedanke. Ich meine, oh, jetzt komme ich da wieder nicht dran. Ich habe hier so viel. Hier stehen zwei. Ihr denkt immer, ich bin bekloppt, weil ich hier so rumhampel. Hier ist das große Stativ für die Cam, mit der ich filme. Und hier ist auch ein großes, das ist so groß, ist so dreibeinig, so eine Lampe. Hier ist eine Lampe, hier. Und hier an der Seite steht einer auf der Erde. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist wirklich manchmal ein bisschen eng hier bei mir. Ich muss mir jetzt die Jacke ausziehen, jetzt fange ich an zu schwitzen. Ja, also kommen wir richtig in. Jetzt kommen wir ans Arbeiten. Jetzt fängt sie an zu schwitzen, die Frau. Jetzt geht's rund. Ich weiß, was ich suche. Ich suche eine Krone. Da, ich habe sie, glaube ich, schon. Ich habe hier so komische Schwarz-Weiß-Dinger. Und da habe ich gedacht, könnte ich vielleicht mal gucken, ob da noch eine haben. Nee, das war's schon. Ach Gott, jetzt kommt mein Mann. Immer wenn ich mitten im Basteln bin, Schande. Schande auch. Schande, Schande. Warte mal, die Krone, wo habe ich sie denn da? Und die wollte ich damit draufkleben. Da habe ich gedacht, wenn ich sie abkriegen kann. Oh je, die kriege ich wieder nicht runter. Da muss ich mal ganz kurz eben. Mal gucken, ob ich da mit dem. Oh, jetzt kommt mein Mann. Und mir ist die Klinge weggefallen. Ich mache normal auf Stopp. Weiter geht's. Musste schnell eben meinem Mann seine Tabletten geben und Frühstück machen. Aber das ging heute ganz schnell. Hat heute Milchbrötchen mit. So, das habe ich gerade eingeklebt. Hier habe ich so eine Krone drauf gezwitschert. Und das Bild möchte ich so einkleben. So. Können wir eigentlich direkt machen, ne? Was hält mich davon ab? Machen wir auch. Nee, stopp, stopp, stopp. Nicht ganz so schnell. Ich wollte gern noch etwas. Genau, das wollte ich. Da war ich stehen geblieben. Ach, jetzt hört auf. Jetzt sind die Hunde wieder hier und rennen wieder hin und her.
Und dann beschweren sich wieder Leute, oh, das sind so viele Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, ich habe mein Mikro schon mal umgestellt an der Kamera. Ich habe keine vor einiger Zeit. Denn man hörte alles, was draußen ist, sehr, sehr, sehr laut oder was in weiteren Entfernungen ist. Und insofern habe ich jetzt irgendwie umgestellt auf, ich weiß gar nicht, wie die Funktion genau heißt, dass es auf jeden Fall nicht mehr so laut ist, was außenrum ist, sondern mehr hier, was hier am Tisch passiert. Ne? Ja, das war das. Ich gebe das jetzt ein. Ja, das war ein sehr, sehr schönes Buch. Also heute ist Sonntag. Wie gesagt, das ist ein Sonntagsfilm mit Sonntagskarten gezogen. Eigentlich, wenn alles normal wäre, was es ja schon bei uns leider seit Jahren nicht mehr ist, wären wir heute mit Sicherheit in Herzebrock gewesen. Da ist ein Oldtimer-Treffen. Ich liebe alte Autos. Ich mag sie wirklich gerne. Und es gibt ja öfter Oldtimer-Treffen, aber meistens weiter weg oder ich konnte nicht hin oder wir waren krank und so ist es schon ganz lange her. Was habe ich jetzt gemacht? Bin ich dumm? Ja, ich bin dumm. Oh, Petra, ich denke schon, das passt nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht versaut. Ihr seht, ich habe die falsche Seite eingeklebt. Schnell, 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 schnell. Oh, Kleber runter. Ich denke mal, das sieht ja toll aus, das Bild, was ich jetzt. Ich wollte gerade noch sagen, eigentlich schade, dass ich das Bild nach unten mache. Gott, nee. Gott, ich habe es ja gerade noch gemerkt. Hoffentlich kann ich jetzt nicht zu. Ich habe es nämlich, wisst ihr, woran das liegt? Weil ich es falsch geinkt habe. Ja, daran liegt das. Ich habe es falsch geinkt. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Oh mein Gott, das hätte ja jetzt gefehlt. Da wäre die ganze Seite wäre ja von Arsch gewesen auf gut Deutsch. Meine Güte nochmal. Naja, Oldtimer-Treffen. Ich liebe alte Autos und wir haben vor vielen, vielen, vielen Jahren. Aber in Gütersloh mal ein Oldtimer-Treffen, sind mein Mann und ich hin und ich habe die ganzen alten Autos fotografiert. Ich hatte das alles in meinem Blog drin natürlich und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, das muss ich sagen. Naja, und jetzt ist halt heute in Herzebrock, wobei die ja leider ein ganz, ganz, ganz schäbiges Wetter haben, die armen Menschen. So, sehr langsam drehe ich durch. Leider, ne? So, wir haben jetzt dieses. Wir wollen das reißen und zwar möglichst ganz unregelmäßig. Wie viel Streifen brauche ich denn ungefähr? Es wäre hier ein schöner Streifen möglich. Wir versuchen das mal zu reißen. Ich müsste eigentlich klappen. Da kriege ich da noch drei raus. Müsste klappen, ne? Müsste klappen. Oh ja, klappdicke. Gut, ja. Und alleine mag ich da nicht hingehen. Ne? So ist das. Alleine mag ich da nicht hingehen. Nee, ich gehe sowieso nirgendwo gerne alleine hin. Nee, ich bin nicht der Typ, der gerne alleine irgendwo hingeht. Ne, war ich noch nie. Nee, ganz ehrlich, das war ich noch nie. Ich habe meinen Mann eigentlich immer und so wie sich's gehört, gell? Da habe ich eine größere Lücke. Also ich möchte das so einkleben, dass das so irgendwie so da drunter ist. Okay, hier würde der kleine reichen. Wir können das natürlich auch so machen. Wir kleben das mal ein. Also bevor wir nicht anfangen, ihr wisst Bescheid, ne? Da weiß man nie, ob das auf irgendeine Art gelingt oder ob es nicht gelingt. Wir werden es jetzt einfach einkleben und hoffen, dass es irgendwas wird. So, dann können wir das schon mal. Ganz schnell geht das. Das wird jetzt nicht lange dauern. Naja, und dann. Und dann und dann und dann haben wir, ich weiß nicht, nächsten Sonntag schon. Oder ist das übernächster Sonntag? Das weiß ich jetzt nicht genau. Dann haben wir wieder einen Bücherflohmarkt in Haus Nottberg. Haus Nottberg ist ja dieses alte Rittergut. Das ist wirklich fast nebenan für mich. Da kann ich
Theoretisch könnte ich da hinspucken, wenn ich wollte. Aber wer will das schon, ne? Wer will das schon hinspucken? Aber ich könnte, ne? Ich könnte, wenn ich wollte, könnte ich hinspucken. Ja. Ne? Und da werde ich auf jeden Fall alleine hingehen auch. Ne? So schwer es mir fällt, sage ich ganz offen und ehrlich, weil ich hasse das, irgendwo alleine rumzulaufen. Ich habe das immer gehasst. Das ist nicht mein Stil, also überhaupt nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich brauche immer jemand. Nee, ich brauche eigentlich immer jemand neben mir. Ich habe mich auch nie als einzelnen Menschen gesehen, immer nur als Teil von Zweien. Ja, das ist wirklich so. Ne? Das ist tatsächlich wirklich so. So. Ja, wir haben das jetzt gleich fertig. Ihr seht, der größte Aufwand war jetzt wieder mal. Mia, sofort. Ich bin gleich bei euch. Der größte Aufwand war wieder mal, die ganzen Sachen zusammenzukrabbeln. Und Michen, warte, ich komme. Warte mal, ich muss immer eben rauf. Ich glaube, die muss rauf. Michen, Moment. Moment. Wo ist sie? Stopp, ich mache noch mal kurz auf Stopp. Schnell rausgelassen. Leider lag wieder ein toter Vogel vor der Tür. Boah, diese Katze, das ist wirklich ein furchtbares Tier. Also das sind Knöpfe, die habe ich also gestempelt und versucht auszuschneiden. Ich habe leider so eine kleine Stanze nicht. Und infolgedessen sind diese blöden Dinger alle krumm und schief. Warte mal, habe ich ein Papier? Einen Moment, wir können es vielleicht etwas einfach. Ja, wir können. Na, jetzt ist es aber doch gut. 10-mal hintereinander rutscht das Teil weg. Wir machen das einfacher. Das ist dieses etwas dickere Aqua. Also ich weiß, da gibt es eine tolle Anleitung, um Knöpfe zu machen. Aber ich habe diese Stanze habe ich leider nicht so klein. Sonst hätte ich das auch vielleicht gerne mal versucht, muss ich sagen. Ich glaube auch, das hatte wieder Luise Heinzel ausgetüftelt. Wir machen es jetzt so. Es soll uns genügen. Ja? Wir wollen uns jetzt nicht päpstlicher als der Papst anstellen. So, das sind jetzt die Knöpfe. Der Knöpskes. Die tun wir jetzt. Eins. Zwei. Die sind leider krumm und schief, aber ich habe so schöne kleine Knöpfe. Ja, natürlich habe ich welche, aber wisst ihr was? Das Buch wird mir zu dick. Das ist der Grund. Deswegen, ich hatte sie schon rausgelegt und ich habe wirklich schöne, viele schöne Knöpfe. Auch ganz, ganz kleine, aber sie sind halt dicker als Papier. Und daher habe ich es nicht gemacht, weil ich habe nicht vor, dass dieses Buch irgendwann aus allen Nähten platzt und ich kriege es dann einfach nicht mehr rein. Ne? Das ist das Problem. So, jetzt machen wir mit den Knöpfen da irgendwas. So, mal schauen. Muss nicht genau gleich sein. Wir können das auf dieser Seite so machen. Okay. Und das ist oben so ein bisschen kahl. Also tun wir da noch die letzten beiden. Ich gucke noch mal, ob wir alle verwertet haben dann. Okay. Na, komm her. So, da sind keine Knöpfe mehr. Ich gucke mal unterm Buch. Könnte ja noch sein, dass noch irgendwo ein Knöpfchen liegt. Nein, wir haben alle verwertet, verwendet, verbraucht. So, auch die Frage, was mit diesem komischen Papier, was ich da gemacht habe, da seht ihr die Antwort. Es wurde verwendet. Wir blenden jetzt noch so ein bisschen das Grün weg. Das machen wir noch. Das ist ein bisschen arg doll hier in der Mitte. Das gebe ich gern zu. Auch hier, das muss nicht sein. Also, da kommen sie schon wieder reingehechtet, diese Hunde. Ach du liebe Zeit, das ist Tara. Und die Mia, wo ist die, das alte Luder? Wo ist die Mimaus? Mimaus ist wieder mal Paletti. Paletti-mäßig unterwegs. Sie ist schon wieder perdu. So, hier oben noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben es. Ich denke, es wird nicht besser, wenn wir den noch länger dran rumfummeln. Wir gucken noch mal kurz nach, ob wir alles haben. Wir haben den Plan eingeklebt. Buttons, echte oder unechte, haben wir hier. Something Royal, hier haben wir das Königstor. Dann haben wir Poem, der ist hier drin. Haben wir eingesteckt in dem schönen Umschlag.
Dann haben wir diesen Schaltplan, also Semi-Schaltplan, schaltplanisch, so ungefähr. Two of something, zweimal irgendwas, habe ich auch. Und den Bonus habe ich auch erfüllt, Purple. Purple habe ich hier mehrfach in der Seite, und aber ich hätte es auch schon in der Blume gehabt. So, ich drehe es um und sage damit, ich mache auch ein Foto, weil ich habe die letzten, mach ein bisschen größer. So, warte, 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 warte. Ist nicht so einfach. Tasse muss weg, dies muss weg, das muss weg. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, aber naja, das wird erst Montag online gehen. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ich wünsche uns allen eine gute Woche. Macht's gut. Bis bald. Bye, bye. So, hallo, heute ein neues Rezept. Nicht von mir, sondern nach dem unsäglichen A.H. Ich sage jetzt nicht mehr dazu. Das Rezept ist etwas abgewandelt, aber es ist sehr lecker. Ein Blumenkohl. Wir brauchen Zwiebeln, Knobi, Grünkern, Hefeflocken, Kokosöl, Mandelmus und gepufften Amaranth. Und einige Gewürze. Als erstes zerlege ich jetzt mal gleich den Blumenkohl, beziehungsweise das ist das zweite. Als erstes setze ich den Grünkern auf. So, alles ist auf dem Herd. Der Amaranth kocht. Die Uhr ist schon gestellt. Ungefähr eine halbe Stunde. Blumenkohl angestellt. Und auf der hinteren Platte ist etwas Kokosöl mit gepopften Amaranth. Grünkern kocht, wollte ich sagen. Habe ich, glaube ich, schon versprochen. Grünkern kocht. Entschuldigung, das ist Amaranth. Und der wird jetzt so ganz leicht in etwas Kokosöl angeschwitzt, nur so ganz eben. Ein bisschen Salz kann da noch zu, und das lassen wir dann einfach auf der Seite stehen. Oh, der Schwasen. Das ist dann zum Drüberstreuen später. So, in der Zwischenzeit kocht alles so langsam vor sich hin, auch der Blumenkohl und der Grünkern. Ich schmore jetzt so ganz langsam ein bisschen die zwei Zwiebeln und die Knoblauchzehen in Kokosöl an. Das lasse ich dann einfach auf der ausgeschalteten Platte stehen, bis der Blumenkohl fertig ist, und dann kann ich die Soße weitermachen, weil ich den Blumenkohl im Dampf gare. Da ist immer nur ein bisschen Wasser drin, und ich verwende dann auch dieses Wasser zum Kochen. Das zeige ich dann, wenn es soweit ist. Jetzt inzwischen schneide ich oder hatte ich schon mal ein bisschen Petersilie. So, diesmal ohne Radio, zweiter Versuch. Ganz schnell. Ich habe die angeschmorgelten Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne. Die wird jetzt gerade wieder erhitzt. Mandelmus, Hefeflocken. Jetzt gieße ich das mit dem Kochwasser bzw. mit dem gedämpften Wasser von dem Blumenkohl an. Danach würzen wir. Das wird eine richtig schöne, sämige Soße. Ich wollte euch das zeigen. Es hat jetzt gerade mal eine halbe Viertelminute erst gekocht. Mehr ist es nicht. Jetzt muss ich würzen. Jetzt brauche ich beide verschiedene Hände. Gewürze. Kurkuma. Ich muss mal eben gucken, was hier steht. Rot habe. Also Rosenpaprika, Curry Süß. Curry Madras ist auch lieblich, etwas Kala Namak und etwas normales Salz. Ich rühre es schnell unter. Mein Teller, Grünkern, Blumenkohl, die leckere Soße, Currysoße und obendrauf gepoppte Amaranth in ein ganz klein bisschen Kokosfett ganz leicht angeschwitzt mit etwas Salz. Es ist ein sehr, sehr leckeres Essen. Bisschen ausgefallen, bisschen ungewöhnlich, geht aber ganz einfach. Ist sehr, sehr lecker und ist ruckzuck fertig. Man kann das jetzt scharf machen. Wir machen es nicht sehr scharf. Wir essen beide nicht sehr scharf gerne. Aber man kann es natürlich schärfer machen, wie man will. Wir benutzen nur liebliche Gewürze, auch lieblichen Curry und süßen Curry und solche Sachen. Keine scharfen Sachen, kein Chili, kein sowas. Und wir mögen es ganz gerne. Vielleicht habt ihr Lust, das auch mal zu probieren. Vor allen Dingen der Grünkern ist super, super lecker. Ich esse super gerne Grünkern zu allen möglichen Sachen. So, ich sage nur guten Appetit und versucht es doch auch einmal. Bis bald. Tschüss.